Damit wir bei jedem Licht die Anzeige am Handy lesen können, wird die Umgebungshelligkeit gemessen. Das geschieht mit einem LDR. LDR ist die Abkürzung für Light Dependent Resistor, zu Deutsch Fotowiderstand. Je mehr Licht auf den Fotowiderstand fällt, umso geringer wird der Widerstand. Die Spannung am Widerstand wird über einen Analog-Digital-Wandler im Arduino in einen Wert zwischen 0 und 1023 gewandelt. Abhängig von diesem Wert wird dann eine LED angesteuert. LED heißt Light Emitting Diode. Die Ansteuerung erfolgt über eine Pulsweitenmodulation, PWM genannt. Es wird also die LED eine gewisse Zeit aus und eine gewisse Zeit ein sein. Das geschieht aber so schnell, dass unser Auge nicht mehr die Unterschiede feststellen kann. Ab 24 Bildern pro Sekunde können wir keine einzelnen Bilder mehr unterscheiden. Wie ist das Programm aufgebaut? Am Anfang der Programmkopf. Im Setup werden die Anschlüsse festgelegt. In der Schleife wird die Umgebungshelligkeit gemessen. Ist der Wert niedrig, wird der Duty Cycle erhöht. Der Duty Cycle ist das Verhältnis von Einschaltzeit zur Periodendauer und wird meist in Prozent angegeben. Und hier das Ganze nochmals im Zusammenspiel.